Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der wir die Welt verändern können. Hallo und herzlich willkommen bei Werkstatt Zukunft. In unserer heutigen Ausgabe geht es um soziale Nachhaltigkeit und dabei speziell um das Thema Bildung für alle weltweit. Im Katalog der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die auch als Sustainable Development Goals, kurz SDGs, bekannt sind, ist gute Bildung die Nummer 4. Sie ist auch der Schlüssel für die anderen Ziele. Deshalb haben wir das Zitat von Nelson Mandela, dem afrikanischen Kämpfer für Freiheit und Gleichberechtigung, an den Anfang gestellt. Dass soziale Nachhaltigkeit wichtig für unsere Zukunft und unseren Planeten ist, muss ich Ihnen nicht erklären. Aber was ich Ihnen erläutern kann, ist, wie vielfältig unsere Doku mal wieder gestaltet ist. Entstanden ist sie in einem Projekt mit Werkstatt Zukunft und Schülerinnen und Schülern der Freien Waldorfschule Oldenburg. In unseren Beiträgen stellen wir vielfältige Themen und Projekte vor, verpacken manche Informationen spielerisch und bringen wie immer auch künstlerische Beiträge. Ich bin hier auf einer Weide im Ammerland, kurz vor den Toren Oldenburgs, auf dem heimischen Idyll, das, wie Sie sicher wissen, oft auch mal trügt. Richten wir den Blick also in die Welt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere Doku zum Thema Bildung. Damit fangen wir auch direkt im ersten Interview an, indem wir ein afrikanisch-deutsches Kooperationsprojekt kennenlernen. Ich hatte selbst die Ehre, mit Malve von Möllendorf und Keti Kachumba von der Uni Oldenburg über ihr Projekt East and South African German Center of Excellence and for Educational Research Methodologies and Management, kurz CERMESA, zu sprechen. Was sich hinter diesem Titel verbirgt, das erfahren Sie in unserem Gespräch. Bitteschön. Bildung ist der zentrale Begriff dieser Ausgabe von Werkstatt Zukunft. Und damit begrüße ich ganz herzlich von der Uni Oldenburg Malve von Möllendorf und Keti Kachumba. So, ihr erklärt uns heute euer Projekt CERMESA und werdet uns das vorstellen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr beide da seid und dass ihr uns dabei helft, zu begreifen, welchen Stellenwert Bildung weltweit hat. Mit CERMESA starten wir im östlichen und südlichen Afrika. Dieses Projekt zielt halt darauf ein, bildungswissenschaftliches Fachzentrum aufzubauen, besonders in Südafrika, Tansania und in Uganda. Malve, was bitte ist ein bildungswissenschaftliches Fachzentrum? Kannst du uns das eben einmal erläutern? Okay, das mache ich gerne. Wir haben unseren Schwerpunkt tatsächlich in Kenia, aber Uganda, Tansania und Südafrika sind auch Partner bei uns im Projekt. Und das Ganze ist ein Programm, was vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ins Leben gerufen wurde, zusammen mit dem Auswärtigen Amt. Und die haben im Rahmen der Sustainable Development Goals und in gewisser Weise dem besonders im Blick auf Education ein Fachzentrum gegründet, oder das ausgeschrieben. Wir haben uns darauf beworben, die Uni Oldenburg, und haben das dann gewonnen mit unseren Partnern zusammen. Und das Fachzentrum, also der lange Titel, East and South African German Center of Excellence for Educational Research Methodologies and Management. So, Forschungsmethoden auch, ja, Bildungsforschung, es geht um Bildungsforschung und Lehrkräftebildung und Weiterbildung. Und was wir haben mehrere Programme, unter anderem ein akademisches Programm, in dem wir viele Studierende haben, die ihren Master machen oder ihre Promotion machen, und die bekommen Stipendien bei uns. Und mit denen veranstalten wir gemeinsame Kurse wie Summer Schools und unterstützen sie, dass sie einen tollen Abschluss machen können in der Bildungsforschung. Weil wir sagen, Forschung ist ganz zentral, um überhaupt Genaueres über die Kontexte zu wissen und über die Bildung vor Ort. Und deswegen das zweite Programm heißt Forschung und wir machen gemeinsame Forschungsprojekte mit unseren Partnern. Das dritte ist ein Weiterbildungsprogramm für Lehrende an der Uni. Also wir haben festgestellt, wir können nur gute Studierende haben, wenn die Lehrenden auch gut sind. Und da gibt es an den
Hochschulen wie hier auch, zum Beispiel im Bereich, wie betreue ich gut wissenschaftliche Arbeiten, großen Bedarf, das erstmal zu lernen. Das lernt hier niemand und dementsprechend ist die Qualität sehr unterschiedlich. Und an den afrikanischen Partneruniversitäten haben das die meisten auch nicht gemacht bisher. Und da machen wir gemeinsame Kurse und entwickeln die auch zusammen, dass wir die anbieten können für andere Unis zum Beispiel. Und als letzten Punkt, den wir noch als Programmpunkt, den wir haben, das ist die Lehrkräftebildung. Da arbeiten wir tatsächlich mit Lehrerinnen und Lehrern, vor allem in Kenia, an Weiterbildungsprogrammen, zum Beispiel im Bereich frühkindliche Bildung oder auch Grundschulbildung, dass wir da gute lokal angepasste Ansätze mit denen zusammen entwickeln und ein bisschen Methoden und Didaktik und so weiter mit denen durchgehen zusammen. Ja. Ja, das klingt schon mal sehr interessant. Katie, du arbeitest ja auch an der Uni Oldenburg und was ist denn deine Funktion in diesem Projekt? Okay, ja, vielen Dank, aber ich spreche im Englisch, ist klar. Ja, okay. We can okay. Also talk in English, that is not a problem. Okay, vielen Dank, ja. Being an international student under the Project of Samesa program, I have really learned a lot, and the way how I have stayed with them in the group, yeah, they have helped me to learn a lot comparing to my area of specialization. Yes, I'm under program of CAD scholarship, that's Catholic Academic Exchange here in Germany, and I'm interested into the hands of the Samesa project. And they have helped me to learn a lot. I have moved with them in different countries. We have gone to South Africa, whereby we have program exchange, being joined by different universities, Nelson Mandela University, Uganda Institute Management, Moi University in Kenya, and another university from Tanzania. Yeah. We have really come to know many different professors from different countries, and in the area of research, we have been taught a lot of things, yeah, how we can carry out qualitative research, how we can be able to be focused leaders in different areas. It's really an interesting project, and I'm willing and wishing in the future to be part of them. Yeah, thank okay, you. That sounds very, very interesting so far. Okay, Katie ist Promotionsstipendiatin hier an der Uni Oldenburg. Sie hat ein Stipendium vom Katholischen Austauschdienst, aber ist sozusagen unter die Fittiche von Samesa genommen und wird von uns mit betreut. Und wir haben zusammen eine Reise nach Südafrika unternommen im Februar diesen Jahres. Und dort war unsere jährliche Summer School mit unseren anderen Partnern aus Kenia, Tansania und Uganda. Die kamen da alle hin und alle unsere Stipendiaten. Und da haben wir gemeinsam viel gelernt. Und Katie sagt, sie hat viel davon profitiert, gerade von den südafrikanischen Partnern, die ganz tolle, innovative Methoden in der Bildungsforschung schon ausprobiert haben und die darüber berichtet haben. Und allein dieses internationale Umfeld ist ein großer Gewinn, sagt sie. Und sie würde gerne im Programm bleiben, auch wenn sie fertig ist. Okay, danke schön. Ja, die afrikanische Perspektive auf Bildung ist ja sehr kolonial geprägt. Wie entsteht denn ein eigener Bildungsbegriff, der halt eben afrikanisch ist? Oh ja, das ist gar nicht so leicht. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die Länder nach der Unabhängigkeit, nach der Kolonialzeit meistens Schulen dort hatten, also die formale Bildung jetzt zum Beispiel aus dem britischen System in Kenia, da standen Schulen und die Idee von formaler Bildung, wie sie in England es gab, wurde da ja auch praktiziert in der Kolonialzeit, allerdings nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. So, und dann nach der Unabhängigkeit in Kenia 1964 haben die natürlich versucht, möglichst die Schulen zu öffnen für alle, weil gesehen wurde, das ist eigentlich der Weg, um ja, teilzunehmen an der Weltgesellschaft, sage ich mal. Und dann wurden die Schulen natürlich überrannt mit Menschen und jetzt auch gerade im Zuge der Entwicklungsziele, das Education for All,
die Schulen waren eigentlich überfordert mit so vielen Kindern und Jugendlichen, auch Bevölkerungswachstum, jetzt das Beispiel Kenia. Und in diesem Kontext etwas Eigenes zu entwickeln und nicht auf das sich zu berufen, nur was schon her, was gebracht wurde sozusagen, das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt viele Versuche, dies zu tun und die kolonialen Strukturen etwas abzubauen und mehr zu gucken, was gibt es eigentlich in unserem lokalen Wissen, in unseren lokalen Bräuchen und in unseren verschiedenen Kulturen und Sprachen an Ansätzen, die wir integrieren können in die Schule, wie sie heute ist. Und wie können wir vielleicht, in manchen Ländern gibt es das, in afrikanischen Staaten, wo ich es kenne, dass im Moment gefragt wird, können wir nicht weg von so prüfungsorientierter Schule mehr hin zu einer kompetenzorientierten oder kompetenzbasierten Curricula, die helfen den Kindern und Jugendlichen Fähigkeiten an die Hand zu geben, mit denen sie sowas wie kritisches Denken und problemlösendes Denken und so, mit denen sie wirklich weiterkommen und nicht nur etwas auswendig lernen und dann für die Prüfung aufschreiben. Und solange das so stark dominiert ist von so einer Prüfungssituation, ist es sehr schwer, das eigene zu entwickeln. Ne? Und es sind auch viele Akteure, natürlich internationale Akteure in der Bildung in afrikanischen Ländern unterwegs, die eigene Interessen haben und die mit Geld kommen und die Kurse anbieten und so weiter. Da spielt viel eine Rolle, wie viel kann sich entwickeln und wie kann man so Bildungssysteme verändern. Und das sieht auch in den verschiedenen afrikanischen Ländern ganz unterschiedlich aus. Ja, und eine letzte Frage an euch beide. Was gefällt euch denn persönlich am besten an eurem Projekt? Okay, ja, vielen Dank. Ja, being an associate student for Samesa, really, I have enjoyed a lot. Yeah, like when we have our journeys to Africa. And what interested me so much, all the students, those from different African countries. Remember, for us, Africa, it's rare someone to take a flight. But Samesa project really gave a surprise to all students. So in our discussions, people were excited. It was their first time for them to take a flight. It was really so, so interesting. And on top of that, how Samesa caters for the students during the time for the seminars. They really show that great love of being like parents, getting concerned of what they can eat, how they can travel. Then when it reaches to the issue of studies, it's really so interesting in that they call professors from different universities. We also had a professor from Natal University, from Kenya, from Tanzania, from Uganda, from South Africa. Really, we found that it was so interesting in extent that everybody was willing to come up and help. And another thing is students are being supported on their projects that they are doing. You find that because they say when you want to reach far, you work as a group. Yeah, so all the professors were really coming out, checking the proposals of the students. How have they managed to do that work? Then if they have done it, is it well? Is it worth of what is expected, that the project is expecting them that have done the work? You find all the students are putting a lot of effort, knowing that there are still some people behind supporting them. Yes, and when it comes to the issue of socializing, yeah, we could be given opportunity to get to know one another, yes. And being internationals, we really found that the time we left from there back here to Germany, we became as a family. We became as a family, and this relationship didn't even stop from South Africa, but it has continued up to date. All of us, as students of Samesa, we are still following the same. And another thing, for it being a project for education, we also found most of the students are taking special needs education. They are specializing in that area for their research. And really, it is so interesting when you find in our
African situation compared to here to Germany, there is a great difference. Yes, but you find still the students are being supported, how they can develop in those areas, in that our leaders, they really have, they go beyond. Yeah, they have a lot of knowledge in different areas. Yes, so it is really, really interesting, and I hope next time maybe we'll go to another place. Yeah, it sounds really, really interesting though. Yeah. Soll ich, ja, 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 vielleicht, ja, ja, das war eine Menge. Ja, also Kitty, gefallen zwei Dinge am besten, würde ich sagen, in dem Semesterprojekt. Einmal das internationale Umfeld und die Möglichkeit auch zu reisen, die sie, wie sie sagt, die StipendiatInnen im Semesterprojekt, die meisten haben noch nie ein Flugzeug betreten und haben eigentlich auch noch nie ihr Land verlassen. Und dass das ganz, ganz viel bringt, ganz viel Spannendes bringt, dieses Treffen, Zusammentreffen mit anderen, auch gerade aus anderen afrikanischen Ländern, aber auch aus Deutschland. Und wir haben jetzt in Südafrika zum Beispiel in den zwei Wochen, in den gemeinsamen, haben wir auch Professorinnen aus verschiedensten Universitäten angefragt und die haben für uns Vorträge gemacht und mit den Stipendiatinnen gearbeitet und das war ganz, ganz toll, das hat ihr sehr gut gefallen. Und der zweite Aspekt ist, dass es so eine schöne Gemeinschaft ist und dass dieses Zusammenlernen, wir kommen alle von verschiedenen Orten und kommen zusammen und lernen gemeinsam und lernen voneinander, das gefällt ihr auch unheimlich gut. Und sie sagt, wir sind wie eine Familie, dieses Projekt. Und auch jetzt, also ganz besonders nach dieser Erfahrung, zwei Wochen gemeinsam intensive Summer School zusammen zu machen, danach, also das geht natürlich jetzt heutzutage über WhatsApp und andere soziale Medien ganz hervorragend, dass man ganz eng in Kontakt bleibt. Und wir haben jetzt auch Online-Kurse und so weiter, wo sie sich halt sehen können. Und das gefällt Kitty auch sehr, sehr gut. Also das in Kürze jetzt. Danke. Kannst du dann auch kurz darauf eingehen, was dir persönlich auch ganz gut dann gefällt? Was das Besondere vielleicht ist und was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir mehrere afrikanische Partner im Boot haben, ne? Und wirklich eng zusammenarbeiten und dass diese Süd-Süd, dass dieser Austausch, wir können beobachten, wie toll das funktioniert und wie nützlich das ist für alle Seiten, dass dieser Süd-Süd-Austausch auch mit stattfindet da. Man sieht so die Prozesse, wie sie weitergehen und wie wir langsam an da rankommen, dass wir sagen, wir können hier auch wirklich Strukturen verändern von den Unis oder von Schulen lokal etwas verändern, was dann auch langfristig wirkt. Ja, forschungsmäßig klingt das ja schon alles ziemlich spannend. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Also wir nehmen dann ungefähr mit hochwertige Bildung, kann man dann gleichsetzen mit alles hängt mit allem zusammen, ungefähr. Also ja, und ist lokal sehr unterschiedlich, ne? Was können die Menschen lokal anfangen mit der Bildung, weil zum Beispiel in Kenia gibt es ein zentrales Bildungssystem und genau das gleiche Curriculum für alle, aber die Menschen in den Städten und so, für die das ganz passend ist, da klappt das. Aber was ist denn mit den Menschen, die in fernen Provinzen zur Schule gehen sollen und die gar nichts mit Englisch oder Kiswahili zu tun haben und dann plötzlich in einer Sprache lernen sollen, die sie nicht beherrschen, die Inhalte überhaupt nicht, gar keinen Bezug dazu haben, weil ihre Lebenswelt sieht so anders aus. Diese lokale Verankerung, das darf Schulen eigentlich noch mehr Freiheiten brauchen, darauf einzugehen, was ist eigentlich in ihrer Umgebung wichtig für die Menschen zu wissen. Und gleichzeitig ist natürlich immer der Anspruch an diese qualitative Bildung, dass die Menschen befähigt werden, dann in den Großstädten und in der Welt sich zurechtzufinden und wettbewerbsfähig zu sein, wie man ja so schön sagt. Und darauf kommt es am Ende ja natürlich auch an, dass, ne, wenn jemand studieren möchte, dass das auch klappt, weil die Bildung, die Grundschulbildung, die Secondary School Bildung so gut war, dass das funktioniert. Also das ist ein Riesenspagat eigentlich, ne? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, weil es ist auch einfach
Bildung ist halt einfach ein sehr wichtiger Aspekt, einfach auch um ein Land oder eine Gesellschaft weiterzubringen. Und das ist ja, die Kinder sind dann ja die Zukunft und so weiter. Aber dass man dann auch dieses Wettbewerbsdenken hat und dann, okay, ich muss es jetzt auswendig lernen und dann da abliefern, aber in 2 Tagen habe ich es dann wieder vergessen. Das ist halt so, da finde ich, fehlt dem Bildungssystem auf jeden Fall auch noch ein Stück was. Aber ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses nette Interview und vor allem auch, dass ihr uns und das Publikum auch geklärt habt darüber, welchen Stellenwert Bildung einfach hat. Vielen Dank. Danke auch. Danke auch. Dank Malve und Keti haben wir jetzt wahrgenommen, dass Bildung ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für unsere Zukunft ist. Aber was wäre unsere Welt eigentlich ohne Musik? Bildung sorgt ja für gewöhnlich für innerlichen Wachstum, genau wie die Musik, die tatsächlich den Herzschlag, den Blutdruck, die Atemfrequenz und die Muskelspannung des Menschen verändert und dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen, egal wo wir sind. In diesem Sinne hören wir jetzt Dao Chaib, der an der Uni Oldenburg Sportwissenschaften und Philosophie studiert, auf Lehramt an Gymnasien. Sein Leben und sein Traum aber ist die Musik. Seine Songs schreibt er selbst. Bitteschön, Dao. Himmel ist so selten blau, alle Farben blühen auf, wenn du vorbeiläufst und erscheinst. Doch bist du wieder weg, ist alles grau. Du musst bei mir sein, denn dann leuchtet meine Welt hell auf. Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Meine Gedanken sind nur bei dir, ohne dich gibt's keinen Beginn. Das Atmen fällt mir schwer, wenn du dich neben mich stellst. Tickt mein Herz im gleichen Rhythmus, ich lauf grad rückwärts neben mir selbst. Du sagtest mir so oft, wenn du erstmal weg bist, dann hält dich nichts mehr. Du wirst nie mehr zurückkehren. Ich hoffe, ich kann die Zeit noch einmal so drehen, dass wir uns in die Arme nehmen. Ich will deine Farbe sehen. Der Himmel ist so selten blau, alle Farben blühen auf, wenn du vorbeiläufst und erscheinst. Doch bist du wieder weg, ist alles grau. Du musst bei mir sein, denn dann leuchtet meine Welt hellblau. Meine Welt, die ist hellblau, ohne dich so grau. Alle Farben sollst du sehen, mit mir untergehen. Meine Welt, die ist hellblau, ohne dich so grau. Alle Farben sollst du sehen, mit mir untergehen. Auch unser nächster Gesprächspartner kommt aus Afrika und studiert an der Uni Oldenburg. Allerdings nicht Bildungswissenschaften, sondern Wasser- und Küstenmanagement. Ja? Das gibt's. Viola und Rebecca aus unserem Team haben mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen in Werkstatt Zukunft, Said Onyango. Du kommst aus Kenia und bist Sprecher der Studierenden aus dem Ausland an der Uni Oldenburg. Warum hast du dich zum Studieren für Deutschland, für Oldenburg entschieden? Danke schön für die Frage. Eigentlich, es war ein Zufall. Zuerst kam ich nach Deutschland als ein Austauschstudent aus Uni in Nairobi vor 2 Semester. Und dann war in meinem Bachelor, also es war eigentlich mein letztes Semester, als ich meinen
Bachelorarbeit schrieb. Und dann, als ich hier kam, dann nach zwei Semestern so, bin ich wieder zurück nach Kenia zum Graduation. Und dann habe ich mich von meinem Master beworben und dann zum Glück hatte ich Platz gekriegt, auch in andere Städten. Aber da ich schon mich gut in Oldenburg auskenne, da habe ich entschieden, Oldenburg zu studieren. Was studierst du denn überhaupt? Ich studiere ein Masterprogramm, die heißt Water and Coastal Management, die ist komplett auf Englisch ist und es ist in Uni Oldenburg und Uni Groningen in Niederland. Das heißt, man muss nach zwei Semestern auch ein Auslandssemester in Niederland machen. Und warum hast du das Studienfach ausgewählt? Also warum studierst du das und nicht irgendwas anderes? In Kenia, wir haben eine sehr weite Coastal Lane. Das ist bei Indian Ocean oder Victoria, genau wo ich auskomme. Und da habe ich gesehen, dass wir brauchen jemanden, die mit dieser richtigen Bildung, um Coastal zu planen, weil ich habe, als ich mich auch aufgewachsen, habe ich mal gesehen, dass Planung im Wasserrichtung ist nicht so klar da. Und in Kenia es gibt keine richtig Kurs in diesem Bereich. Und das habe ich in Oldenburg gefunden. Aha, hast du dann vor, später mal wieder in Kenia da zu arbeiten in dem Bereich oder möchtest du das lieber in Deutschland machen? Ja, natürlich. Will ich eigentlich dieses Jahr im März wollte ich zurückgehen für ein Seminar in die gleiche Richtung, damit ich konnte mit der Regierung in diesem Bereich, was ich studiere, erklären und was ich will damit später machen. Aber wegen Corona konnte ich nicht rückfliegen, aber ich hoffe mal, dass ich wieder gehen konnte. Du bist ja noch Sprecher der internationalen Studierenden in Oldenburg. Was sind denn da deine Aufgaben? Hier an der Uni arbeite ich mit Kollegen in AStA. Und AStA ist der große Teil für alle Studierenden. Und dann gibt es HAGAS für die internationalen Studierenden, wo ich genau auf Gewalt habe. Und da unterstützen wir Studenten, internationale Studenten, für Unterschiede, die unterschiedliche Probleme haben, zum Beispiel bei der Erklärung in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel, wenn sie etwas über der Stadt wissen wollen, wir finden dieses Problem und genau suchen oder fragen, wo oder wie wir ihnen auch Hilfe können. Oder bei Problemen der Uni gibt es immer Probleme der Lernenbereich, Studenten kommen, dass wir brauchen das oder wir wollen Deutsch nur bei Semesterferien lernen und wir haben kein Geld, was können wir machen? Und dann wir organisieren das oder durch Budget, das wir haben in HAGAS, wir unterstützen diese Studentprojekte, die bei uns bringen. Und mit welchen Problemen hast du persönlich an der Uni zu kämpfen? Also was sind deine Probleme an der Uni, also für dich selber? Bei HAGAS, der Uni unterstützt uns sehr, gibt es ganz viele Freizeitaktivitäten, zum Beispiel bei Schwimmbad oder Sports oder Abends bei Game Nights oder einfach jedes Jahr im Sommer gibt es immer internationales Fest, wo alle Studierende aus allen Ländern kochen was oder machen was, einfach tanzen so. Das gibt es schon in YouTube, man kann einfach gucken, wie es war in den zwei letzten Jahren. Und gibt es auch welche Herausforderungen, die normal in der Gesellschaft sind, zum Beispiel
wir bekommen Berichte von internationalen Studenten, dass manchmal es ist ganz schwierig in Gruppe zu arbeiten. Ja, vielleicht ist es wegen der Sprache Probleme, weil meistens kann ich gut Deutsch und viele Gruppen sind, die Studenten müssen auf Deutsch arbeiten. Ja, aber wir hoffen, dass mal das war gut verbessert. Du hast ja schon in Kenia studiert und da bist du dann auch zur Schule gegangen. Was bedeutet denn Bildung für dich? Bildung für mich ist sehr wichtig, weil ich bin auch aufgewachsen in einer normale als normales Kind in Kenia mit in einer normale Familie und durch Bildung bin ich hier. Ohne das konnte ich nicht hier sein mit meiner Bildung weiter zu machen. Du engagierst dich ja bei der Black Lives Matter Bewegung, auch hattest du ja auch das Interview bei der NWZ. Und was hattest du denn für was für rassistische Vorfälle hast du selber erlebt oder von was für rassistischen Vorfällen hast du gehört? Ja, viele in Agas, wir bekommen immer Informationen, wann ein Student ist in einem Fall, wo er oder sie durch negativ verurteilt ist. Zum Beispiel, es gibt ein Student, was zum Beispiel wartete auf seinen Bus und dann kam jemand und ihn fragen, hast du Drogen? Ich will kaufen. Und er hat sich ein bisschen schlecht gefühlt. Warum fragt man einfach, das hast du Drogen? Das ist wie, das ist negativ einfach, dass diese Person, wie es aussieht, oder er sieht, er muss einfach solche Sachen in seiner Tasche haben oder so zu verkaufen. Und dann bei einem anderen Fall war ein Student im Bus, der Busfahrer sein Semesterticket gezeigt, dass er einfach so in die Stadt und dann der Busfahrer konnte ihn nicht glauben, dass er ein Student und hat gefragt, echt, bist du ein Student? Und das halt man, es ist ein bisschen komisch, aber wir verstehen das, dass wir hoffen nur, dass mit der Zeit, wenn alle Leute sich klarkommen mit diesem Thema, dann gibt mehr Verständnis, dass der Welt ist schon durch Globalisierung, es ist, du kannst nicht diese Leute mit Farbe vermeiden. Sie sind da und irgendwo sie noch mehr da sind. Ja. Du hast ja gerade erzählt, dass du nach dem Abschluss deines Studiums zurück nach Kenia gehen möchtest. Hat die Klimakrise diese Entscheidung irgendwie beeinflusst oder auch hat die Klimakrise die Wahl deines Studienfachs beeinflusst? Dieses Thema Klimaschutz ist sehr wichtig im Bildungsbereich und ich freue mich, dass ab heutzutage auch Schüler sind engagieren sich damit und als für mich, als ich auch schon in meinem Bachelor habe es mit und ich versuche jeden Tag auch zu überlegen, was kann ich besser um Klima zu schützen und auch in Kenia man kann schon, wenn ich zum Beispiel alte Leute fragen, wie es war in der dieses hier oder und dann sie sagen, früher es war das Wetter war so und heute es ist so. Das heißt, dass früher auch Bauern oder Landwirtschaft konnte richtig planen, dass wenn sie in dieses Jahreszeit konnten sie ihre Pflanzen in Erde pflanzen und dann Regen kommt, aber mit der Zeit wurde verändert und das ist durch Klimakrise und die Leute müssen nur einfach warten, weil die meisten Leute haben keine Möglichkeit, um ihre Grundstück durch Irrigation oder durch Greenhouse zu machen und müssen nur auf Regen warten und durch Klimakrise, vielleicht es kommt später
oder kam so viel, dass die Leute sind schlecht und kann nicht mehr auf ihre Zuhause leben und muss vielleicht in einer hohen Grund weiterleben. Und das ist auch Kosten leben und es ist auch ein Problem. Weiter geht's jetzt mit Dena. Vielen Dank an Viola und Rebecca und auch an Zeit für diesen Einblick, warum er sich für das Studium in Deutschland entschieden hat und warum es auch einfach nötig ist und sich lohnt, dass er sich für die Belange und Studierenden im Ausland einsetzt. So, damit Sie, liebes Publikum, jetzt nun auch auf eine andere Weise sehen und visualisieren können, wie es in unserer Welt zugeht, folgt nun ein kleines Spiel, bei dem Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind, von zu Hause auch oder von wo auch immer Sie sich gerade befinden, mitzuspielen und mitzuraten. Bitte schön, das Weltverteilungsspiel. Willkommen beim Weltverteilungsspiel. Hier sehen Sie eine Weltkarte. Bei unserem Spiel haben Sie, liebes Publikum, die Aufgabe zu raten, wie die Bevölkerung, wie der Wohlstand, die Emissionen und so weiter auf dem Planeten verteilt sind. Die Auflösung haben wir dann anschließend für Sie. Ja, fangen wir an. Also hier sehen Sie in Asien, sehen Sie circa 12 Figuren. Jede Figur steht für die Weltbevölkerung. Und jedes Geldsäckchen steht für das Bruttonationaleinkommen, also für die Finanzen und wie sie auf der Welt verteilt sind. In Asien leben ca. 60% der Weltbevölkerung, also sehen Sie, wie gesagt, 12 Figuren. Bei 20 Figuren steht eine Figur für 5%, also somit 5% der Weltbevölkerung, wie zum Beispiel in Nordamerika, wie Sie sehen können, und für jeden Geldsack dann auch 5% des Bruttonationaleinkommens. Der Wohlstand ist halt anders verteilt. Wie gesagt, 25% des Weltnationaleinkommens werden in Nordamerika verteilt und beziehungsweise verdient. Daher sehen Sie dort 5 von 20 Geldsäcken. In der heutigen Runde des Spiels geht es um die CO2-Emissionen. Ich bitte daher unsere Studiogäste um einige Vorschläge. Vielleicht mal irgendwie so 5 nach Amerika, nach Nordamerika. 5 nach Nordamerika. Somit sind 15 Figuren noch übrig, beziehungsweise 15 CO2-Wölkchen. Gibt es weitere Vorschläge? 9 bitte nach Asien. 9 nach Asien. Wenn ihr euch hinterher es doch anders überlegt habt oder hin und her wechseln möchtet, könnt ihr das gerne machen. Sobald ihr fertig seid, sagt uns Bescheid, dann können wir schon direkt zur Auflösung kommen. Jetzt bitte einmal 4 nach Europa setzen. So, 2 haben wir noch übrig. Wohin damit? Ich würde die nach Afrika tun und vielleicht noch irgendwie aus Asien welche entfernen und irgendwie noch auf Südamerika vielleicht ein, aus Asien. Von Europa noch einen weg auf Lateinamerika. Also seid ihr zufrieden oder kommt noch was hinzu? Okay. Gut, ich hoffe, dass Sie, liebes Publikum, ebenfalls mitgeraten haben und nun kommen wir zur Auflösung. Die Auflösung zum CO2-Ausstoß auf unserem Planeten ist folgende. In Europa sind 3 CO2-Wölkchen richtig. In Afrika muss allerdings nur eine hin. Dann kommen wir zu Nordamerika, dort müssen 4 Wölkchen sein. Und in Lateinamerika nur einer. Das heißt, dass in Asien insgesamt 11 CO2-Wölkchen vorhanden sein müssen auf unserer Karte. Und so sieht unsere Auflösung aus. Das könnte für den einen oder anderen normal sein, aber für den einen oder anderen sehr erstaunlich. Ich persönlich finde es sehr erstaunlich, weil wir sehen natürlich, wie viel in der Nordhalbkugel und wie viel in der Südhalbkugel abgeht bezüglich der CO2-Ausstöße und auch einfach bezüglich der Weltbevölkerung. Natürlich leben in Asien viel, viel mehr Menschen,
aber trotzdem muss das nicht direkt bedeuten, dass sie mehr CO2-Ausstöße haben müssen. Und Europa und Nordamerika im Vergleich zu Asien ist natürlich viel, viel sauberer. Es könnte natürlich damit in Zusammenhang liegen, dass diese Länder in Asien produzieren lassen. Vielen Dank für diese Runde. In der nächsten Runde geht es um den Energieverbrauch auf unserem Planeten. Der CO2-Ausstoß hat sehr viel mit Produktion und Transport von Waren zu tun. Gegen die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte in Ländern des globalen Südens hilft Bildung als mächtigste Waffe zur Veränderung der Welt. Da alle Nachhaltigkeitsziele zusammengehören, zeigen wir Ihnen jetzt ein Interview, das unser Team in der Anfangszeit unseres Projektes schon einige Monate vor den anderen Beiträgen aufgezeichnet hat, als Gisela Burkhardt zu einem Vortrag in Oldenburg war. Gisela Burkhardt ist eine politische Aktivistin, die sich für Frauenrechte und faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, insbesondere in Südostasien, einsetzt. In ihrem Buch Totschick, edle Labels, billige Mode, unmenschlich produziert, stellt sie das ausführlich dar. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, mit ihr ein Interview zu führen. Bitte schön. Moin und herzlich willkommen bei der Werkstatt Zukunft. Wir sind heute im Handarbeitsraum der Freien Waldorfschule Oldenburg. Zu Gast haben wir heute Dr. Gisela Burkhardt, die sich seit vielen Jahren für die Frauenrechte in der Modeindustrie einsetzt. Mit ihr möchten wir heute über den gegenwärtigen Konsum von Mode sprechen. Frau Burkhardt, was versteht man eigentlich unter fairer Mode? Ja, das ist schwierig, denn faire Mode als solche gibt es fast noch gar nicht. Aber es gibt immerhin einige Labels, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Das heißt, unter fair verstehe ich bei denjenigen, dass sie eben einen guten Lohn zahlen, einen Lohn, von dem man leben kann, einen existenzsichernden Lohn, und dass auch die Arbeitsbedingungen gut sind. Und vor allen Dingen auch, dass die Umwelt geschützt ist. Das heißt also, die Ware wird so hergestellt, dass sie sozial, also umweltverträglich hergestellt wird. Es gibt ja jetzt demnächst den grünen Knopf als Siegel, oder der ist ja jetzt schon auf dem Markt. Was sind da so die größten Probleme im Moment? Wir sehen den grünen Knopf insofern kritisch, weil er zum Beispiel nicht verlangt von denjenigen, von den Unternehmen, dass sie einen existenzsichernden Lohn zahlen, oder auch, dass er nicht die gesamte Lieferkette abdeckt. Das heißt, er konzentriert sich nur auf die Konfektion und die Nassprozesse vor der Konfektion, aber zum Beispiel die sehr unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Spinnereien oder auch auf dem Baumwollfeld, die werden damit noch nicht adressiert, die bestehen weiter. Würden Sie sagen, dass faire Mode auch eine Frage des Geldes ist? Würde ich nicht sagen. Nein, ich glaube nämlich, das ist eher eine Frage des Bewusstseins. Und derjenige oder diejenige, die wenig Geld hat, die kann zum Beispiel Secondhand kaufen. Die kann auch auf Tauschpartys gehen und sich da Klamotten kaufen. Und selbst wenn man nochmal neue Ware kauft, so sind sie im Vergleich zu Marken wie Adidas oder Puma oft gar sehr gut erschwinglich. Also faire Mode ist nicht unbedingt teuer. Sie ist natürlich nicht so billig wie Discounterware, aber sie ist auch nicht so teuer wie meinetwegen Hugo Boss oder Adidas. Und haben Sie eine Empfehlung, wo man faire Mode kaufen kann? Ja, also wir haben in vielen Städten und ich denke mir auch in Oldenburg gibt es inzwischen ja faire Läden. Da muss man ein bisschen auf die Marken achten. Interessanterweise findet man auch in ganz konventionellen Läden oft Marken, die sogar relativ fair hergestellt worden sind. Wenn Sie zum Beispiel Unternehmen, die aus der Outdoor-Branche kommen, wie zum Beispiel VD oder auch andere Branchen wie Hess Natur oder Armed Angels, das sind ja Marken, die man auch schon in ganz normalen Läden bekommt. Man muss also deswegen wissen, entweder die Marken kennen oder eben man muss auf Siegel achten. Ich wollte Sie noch fragen, warum achten die meisten Menschen nicht auf die Produktionsbedingungen in der Modeindustrie? Da würde ich fast die Frage zurückgeben. Also, woran liegt das wohl? Ich glaube, das Bewusstsein besteht schon, ne? Also die meisten Menschen inzwischen wissen, dass die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind. Und
Das Problem ist, dass sie noch nicht danach handeln. Man müsste eben dieser Unterschied zwischen Wissen und Tun, diesen Schritt haben die meisten noch nicht gemacht. Und ich glaube, nur durch stetige Informationen immer weiter darüber informieren und sich bewusst machen, ne, unter welchen Bedingungen ist meine Klamotten sind hergestellt und habe ich möglicherweise Blut an meinen Klamotten. Und wenn man das noch deutlicher macht, und immer wieder wiederholt. Ich glaube, nur so können wir dazu hinkommen, dass faire Mode eben in ist und die muss auch schick sein und die ist ja auch schick. Ich glaube, wir können mit fairer Mode nur dann reüssieren, wenn sie am Markt ankommt, wenn sie wirklich modisch ist und das ist sie ja heutzutage auch und sie ist auch nicht mal so viel mehr teurer. Danke und ich wollte Sie noch fragen, warum wer die Schuld trägt an den schlechten Arbeitsbedingungen? Also ich denke, zum einen sind es unsere Unternehmen, die wirklich die Preise immer weiter drücken und deswegen, und die Preise sind gefallen für Kleidung, auch wenn man sie jetzt im Einkauf, für die Konsumenten sind sie auch gefallen. Also die Unternehmen, die einkaufen, drücken die Preise, was den Fabrikanten vor Ort eben erschwert, dass sie faire Löhne zahlen. Ne, wenn man einen niedrigen Preis kriegt für seine Ware, kann ich auch keine guten Löhne zahlen. Also die sind einmal schuldig, aber es sind natürlich genauso gut die Regierungen vor Ort auch mitschuldig oder auch unsere Regierung, die letztendlich nichts dafür tut, dass wir nur faire Ware auf unseren europäischen Markt bekommen. Und würden Sie sagen, dass es die Chance gibt, den ungerechten Handel abzuschaffen? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kämpfe dafür. Ich bin auch sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob es jemals realistisch sein wird. Wir brauchen so etwas wie ein Gesetz. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, eine gesetzliche Regulierung, sodass sich nicht nur freiwillige Maßnahmen wie das Textilbündnis oder der grüne Knopf am Markt bestehen, wo ja dann nur die Hälfte beim Textilbündnis macht nur die Hälfte der deutschen Textilwirtschaft mit. Deswegen brauchen wir ein Gesetz, damit auch alle betroffen sind. Ja. Aber wie realistisch das ist, wir werden dafür jedenfalls kämpfen. Und wenn wir eine neue Regierung kriegen, wer weiß, vielleicht ist es dann möglich. Ja, ich würde zum Abschluss gerne noch fragen, wie kommt es, dass Sie sich schon seit so vielen Jahren wirklich für die Modeindustrie, für die Rechte der Frauen einsetzen? Ist da irgendein Grund für? Ein prägendes Erlebnis zum Beispiel. Ja, ich komme eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt. Ich habe in Nicaragua 3 Jahre gelebt, auch 2 Jahre in Äthiopien und 2 Jahre in Pakistan. Und ich habe halt gesehen, wie die Frauen ausgebeutet werden und dass man sehr, sehr wenig für Frauen tut. Und ich dachte aber auch, dass Entwicklungshilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass wir eigentlich bei uns ansetzen müssen. Und nur indem wir diese Verbindung herstellen zwischen dem, wie die Arbeit vor Ort ist und unserem Konsum. Wir sind ja damit auch verantwortlich, wenn wir hier kaufen, dass es denen letztendlich auch schlecht geht. Und dafür bietet sich, und also nur wenn man das so herstellt, glaube ich, kann man hier in Deutschland auch die Menschen erreichen. Und da so bin ich halt letztendlich zur Kleidung gekommen, weil ich finde, Kleidung ist ein gutes Beispiel, wie man eben zeigen kann. Ne, das, was wir hier tragen, haben ja vor Ort in Asien irgendwelche Näherinnen hergestellt. Und wir müssen uns das immer stärker bewusst machen. Die haben da geschwitzt, geschuftet, die haben zu niedrigen Lohn bekommen, die sind wirklich unterdrückt worden, angeschrien worden, die Frauen. Ja, diese Arbeitsbedingungen sind schlimm. Und wenn man sich das bewusst macht dann und das hier vermitteln kann, dann glaube ich, kann man auch eine stärkere Verbindung herstellen zu unserem Einkauf mit der Produktion vor Ort. Und so bin ich halt zu dem Thema auch gekommen. Damit bedanken wir uns bei Ihnen, Frau Burkhardt, und hiermit gehen wir zurück zur Werkstatt Zukunft. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir laden Sie nun zu einer weiteren Runde unseres Weltverteilungsspiels ein. Dieses Mal geht es um den Energieverbrauch weltweit. Wie angekündigt, kommt nun unsere nächste Runde des Weltverteilungsspiels. In dieser Runde geht es um den Energieverbrauch. Bevölkerung, Wohlstand und CO2-Emissionen haben wir ja jetzt schon ermittelt. Das Symbol der Steckdose, was Rebecca hier hochhält, steht dabei für die Arten von Energie. Also für Benzin, Diesel, Kohle, für Heizung und Stromerzeugungen und so weiter und so fort, was es nun mal alles so gibt. Ich bitte da unser Studiopublikum wieder um Vorschläge, wie unsere Energie auf unserem wunderschönen Planeten verteilt ist. Ich hätte einmal nach Lateinamerika ein.
nach Nordamerika 3. Bitte nach Europa auch einmal 3. Wir haben in dieser Runde insgesamt 20 Stück, wie in jeder weiteren Runde auch. Und ich brauche noch einige weitere Vorschläge, denn wir haben noch 13 Steckdosen übrig. Nach Asien 10. Es ist auch immer sehr interessant, wie viel immer nach Asien geschätzt wird. Muss immer eine viel höhere Zahl sein als zum Beispiel in Europa. Und da flog eine Steckdose. Bitte schön. Ein bitte nach Afrika. Und ich glaube, ich würde dann noch 2 weitere nach Asien tun. Da schüttelt einer den Kopf. Gibt es da Einwände? Ich würde, glaube ich, nach Nordamerika mindestens 1 noch rüberschieben. Vielleicht sogar 2. Also sollen jetzt einer noch nach Europa und einer nach Nordamerika oder wie habe ich das jetzt verstanden? Noch 1 nach Nordeuropa und dann lassen wir den anderen Nordamerika und dann lassen wir den anderen noch bei Asien. Sind alle Beteiligten mit diesem Ergebnis zufrieden? Ja. Alles klar. Dann hoffe ich, dass Sie, liebes Publikum, ebenfalls mitgeraten haben und nun kommen wir zur Auflösung. In Europa müssten es in unserer Weltkarte beim Energieverbrauch 4 Steckdosen sein. Dann können wir ja gleich mal schauen, wo wir sie wegnehmen. In Afrika ist der eine richtig und in Asien müssten es 10 anstatt 11 sein. Also können wir den schon mal zu Europa packen. Anschließend kommen wir zu Nordamerika. Dort müssten 4 sein, also ist das somit richtig. Und in Lateinamerika 1, also ist das auch richtig. Und in Australien ist die Bevölkerung so gering, dass sie in dieser Runde wieder leer ausging. Somit bedanke ich mich bei Rebecca, bei Viola, bei Kene und bei Jule fürs Mitmachen und natürlich auch fürs Helfen. Und in unserer nächsten Runde geht es um die Bildungsausgaben und wie sie auf unseren Planeten verteilt sind. Vielen Dank. Neben Malbe von Möllendorf, Keti Kachumba und Said Onyango hat uns Thomas Wilde Einblicke in die Vielfalt Afrikas gegeben. Er ist seit Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, mal in der Auftrag der Bundesregierung, mal in Nichtregierungsorganisationen. Keno und Tim haben mit ihm darüber gesprochen. Dr. Thomas Wilde ist Agraringenieur und hat uns in den letzten Tagen unseres Projektes durch den Kontinent Afrika begleitet. Herzlich willkommen bei der Werkstatt Zukunft, Thomas Wilde. Ja, schönen Dank. Freut mich, hier sein zu dürfen. Sie haben uns die Vielfalt des afrikanischen Kontinents in den letzten Tagen vor Augen geführt. Das können wir hier so ausführlich leider nicht machen. Aber könnten Sie für uns die wesentlichen Punkte kurz zusammenfassen? Sehr gerne. Ich habe ja angefangen, indem ich erklärt habe, dass man so gerne über Afrika spricht. Aber Afrika sind halt 54 Länder. Und ich darf das hier mal so an diesem Ballon, der Afrika als Karte darstellt, zeigen, worüber ich am meisten reden kann. Denn wenn man jetzt hier diesen Kontinent schaut, dann ist das eben zu unterteilen in einerseits Nordafrika, das sind hier die Länder, die am Mittelmeer anreihen. Und dann haben wir hier, das ist ja bekannt, ich zeig's mal, die Wüste, die Sahara und die Länder, die da drunter liegen, das nennt man die Sub-Sahara-Staaten, von denen ist oftmals nicht so viel bekannt. Was dann wieder bekannt ist, ist unten Südafrika. Und was hier gerade in Sub-Sahara stattfindet, ist eben ein großer Fokus in der Entwicklungszusammenarbeit und darüber möchte ich gerne ein bisschen berichten. Kleinbäuerliche Landwirtschaft ist ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. Welchen Stellenwert hat sie in Afrika und ist sie bedroht? Ja, das ist immer der Begriff, der meint, dass hier jetzt auf kleinen Flächen Familienbetriebe wirtschaften und in erster Linie Subsistenzwirtschaft betreiben, das heißt ihre eigene Ernährung, ihr eigenes Essen produzieren. Und deswegen rede ich lieber über kleinbäuerliche Familienbetriebe. Ja, 80% circa der Menschen in Subsahara-Afrika sind in der Landwirtschaft tätig, direkt oder indirekt.
und auf solchen kleinbäuerlichen Betrieben, auf solchen Familienbetrieben eingebunden. Ja, sie sind bedroht, weil es doch hier in diesen Strukturen nicht unbedingt möglich ist, Lebensmittel in der Menge zu produzieren und vor allen Dingen zu den Preisen zu produzieren, zu den Kosten zu produzieren, um jetzt hier mit zum Beispiel günstigeren Importen standzuhalten. Und dagegen zu steuern, diesen Menschen eine Perspektive zu geben, jetzt hier im Land selbst auf diesen kleineren Flächen, aber gegebenenfalls in einem Verbund mit mehreren zusammen, zwar Kleinbauern, aber als Familienbetrieb in den größeren Einheiten jetzt kostengünstige Lebensmittel zu produzieren, das ist der Impuls, den ich mitgeben möchte. Welche Aufgaben hatten Sie bei Ihren Einsätzen in Afrika? Ja, es ist so, wenn man als Nordeuropäer nach Afrika geht, dann ist es eben wichtig, hier jetzt nicht in die Beratung zu verfallen nach der Devise, ich weiß, wie es hier funktioniert, muss ja in Subsahara-Afrika auch funktionieren. Das ist ein Fehler, sondern es geht darum, hier jetzt ganz fast demutvoll zu schauen, was gibt es dort für Wissen, für kulturelle Hintergründe. Und dann hier jetzt Menschen zu finden, die in der Lage sind, das quasi, ich möchte mal sagen, der landwirtschaftlichen Bevölkerung näher zu bringen. Das heißt, ich bin in der Erwachsenenbildung tätig, in dem Bereich, wo es darum geht, jetzt Trainer, Lehrkräfte weiter zu qualifizieren, die dann wiederum jetzt auf der bäuerlichen Ebene das Wissen umsetzen und dort jetzt größere Einheiten, genossenschaftlich ähnliche Strukturen, überbetriebliche Mechanisierung voranbringen, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Über welche Organisation waren Sie in Afrika? Sowohl staatliche als auch nicht staatliche. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass man versteht, die Entwicklungszusammenarbeit hat drei große Säulen. Einerseits gibt es eben die staatliche Entwicklungszusammenarbeit, finanziert eben durch die Bundesregierung, das heißt durch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation. Dann gibt es die nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit, NGOs ist so ein Begriff, den man da kennt. Ja. Und dann gibt es das zivilgesellschaftliche Engagement, wo Kirchen, Verbände, wo Institutionen quasi miteinander kooperieren. Und ich hatte das Glück, in meinem Berufsleben für alle drei Bereiche schon zu arbeiten. Welche Erfahrungen bringen Sie mit aus der Tätigkeit in Afrika? Die Menschen sind sehr dankbar, wenn man kommt und ihnen zuhört und mit ihnen gemeinsam was entwickeln möchte. Denn wir reden über Afrika. Afrika ist geprägt eben durch Kolonialstrukturen. Das heißt, dort sind bis in die 60er Jahre hinein zum Teil eben noch Abhängigkeiten gewesen. Das heißt, dass Europäer oder Ausländer kamen und ihnen erzählt haben, was sie tun sollen, das ist leider Gottes dort sehr verwurzelt und dementsprechend auch eine entsprechende Skepsis. Und insofern ist es wichtig, zuzuhören und mit den Menschen zusammen Perspektiven zu entwickeln. Dann kann man etwas weiterbringen und nicht hinzugehen und zu meinen, ich weiß es, jetzt teile ich mein Wissen. Nein, das Wissen muss dort neu quasi generiert werden. Was haben die Menschen dort uns voraus? Was können wir von ihnen lernen? Es ist sehr viel Zufriedenheit, was mir dort entgegengebracht wurde. Die Menschen stehen so in ihrem Alltag. Gerade in Subsahara-Afrika, wenn ich da so Kinder, die auf der Straße spielen, die also mit dem, was sie dort finden, jetzt einfach sich so in den Tag verlieren und spielen und diese Präsenz, diesen Tag spüren. Ja? Ich bin immer so, ich gucke auf die Uhr und habe schon den nächsten Termin im Kopf und ich denke, das ist auch etwas, was uns hier so prägt, dass wir immer vorausschauend gucken, wo geht's hin. Aber dort ist man am Ort. Die Afrikaner haben so einen netten Spruch, die sagen, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Aus Ihrer persönlichen Warte, welche Perspektive hat Afrika für die nächsten 10, 20 oder sogar 30 Jahre? Afrika hat großes Wachstumspotenzial, natürlich. Ja, und Wachstum ist immer etwas, das man beschreiben muss, ein Pauschalbegriff. Ja. Hier geht es darum, die natürlichen Ressourcen, die dort sind, die ja immens sind, die ja leider Gottes auch eine gewisse Tragödie für Afrika gewesen sind, weil sie eben ausgebeutet wurden und hier jetzt einen Teil für unseren Wohlstand ja darstellen, dass wir die Ressourcen nutzen konnten. Diese jetzt den Menschen dort zugänglich zu machen und es auch wirklich zu schaffen, dort eine lebenswerte Perspektive auch im ländlichen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich den Menschen zu geben.
Und das ist eine große Herausforderung, weil wir hier jetzt ein Wachstum in diesen Ländern Subsahara-Afrikas haben, dass sich die Bevölkerung in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verdoppeln, zum Teil sogar verdreifachen. Und das bedeutet natürlich gerade für die Ernährungssituation, dass ein enormer Zuwachs an jetzt Lebensmitteln notwendig ist, um die Leute alle zu ernähren. Es bedeutet, dass für die Jugendlichen, die dort auf dem Lande groß werden und keine Ausbildung jetzt genießen können, dass sie dort die Perspektive haben, eine Ausbildung zu machen, um eben Zugang zu Wissen zu bekommen, um zu wissen, okay, hier habe ich einen Flug, aber der macht mir den Boden kaputt, das ist keine nachhaltige Produktion, sondern ich muss eben flach arbeiten, damit das Wasser im Boden bleibt. Jetzt gehe ich ins Fachliche, ja. Aber all diese Dinge, das sind manchmal so kleine Effekte, die eben hier jetzt schon eine Ertragssteigerung auf dem Feld bringen können. Bildung, Weiterbildung, das ist der Schlüssel für Afrika. Sie haben uns ja noch ein paar Bilder mitgebracht. Könnten Sie uns vielleicht einmal beschreiben, was es mit diesen auf sich hat? Gerne. Ich sagte ja eingangs, also Erwachsenenbildung. Das heißt, wenn wir arbeiten, wir, es ist natürlich nicht nur ich alleine, sondern ein Team von Experten, die da mit dabei sind, dann geht es darum, eben jetzt hier Landwirten, das sind jetzt, ist ein Bild aus Kenia, Kartoffelanbauregion, sehr viel Kartoffeln, die dort angebaut werden, und denen zu zeigen, okay, über Bodenbearbeitungsmaßnahmen kann ich jetzt den Ertrag auf der Fläche verdoppeln. Ja, das sind sie nicht gewohnt, sondern es kommen andere Leute hin und sagen, ihr müsst Dünger und Pflanzenschutz einsetzen. Ja, nein, das ist gar nicht das Entscheidende. Wir wollen ja nichts verkaufen, wir wollen ja den Menschen Zugang zu diesem Wissen, was wir hier haben, geben, aber es eben dort anpassen und entwickeln. Das heißt, jetzt hier, und das sieht man auf der Fläche, auf dem Feld sind wir, haben hier jetzt den Boden bereitet, wir haben dort gepflanzt, wir haben dort jetzt gerade vor einem Monat geerntet und konnten so direkt vor Ort verifizieren, ah, der Ertrag ist 30% größer, ohne dass zusätzlich Dünger, Pflanzenschutz eingesetzt werden musste. Ja, ich kann ja mal weitergehen. Was haben wir hier? Jetzt schwenken wir rüber nach Westafrika. Man sieht dort, das ist ein Bild aus Senegal. Wir stehen wieder auf der Fläche. Wir besprechen, das ist eine abgeerntete Reisfläche. Diese Haufen, die dazwischen drin sind, das sind von den Ziegen, Ziegendungen quasi. Die sind dann anschließend über die Fläche und haben noch ein bisschen was von dem, was dort verwertbar war, aufgeknabbert. Und wir schauen, okay, was ist da jetzt passiert? Der Boden liegt brach da. Die Sonne brennt darauf, das heißt, die letzte Feuchtigkeit, die noch im Boden war, konnte verdunsten. Wenn hier jetzt nach der Ernte eine flache Stoppelbearbeitung gemacht worden wäre, eine flache Bearbeitung, also nur so den Boden kratzen, dann brechen wir die Kapillaren, die Verdunstung wird verhindert, das Wasser bleibt im Boden. Das ist Nachhaltigkeit. Über kleine Schritte kann man hier jetzt Nachhaltigkeit auf dem Acker erzeugen und den Menschen dieses Wissen geben. Das ist so der Ansatz, den wir hier jetzt verfolgt haben. Gehen einfach mal weiter. Jetzt, wir springen hier auf dem Kontinent hin und her. Jetzt sind wir in Äthiopien. Das Bild zeigt Abdurrahman, das ist ein Vorsitzender von einer Genossenschaft, 130.000 Mitglieder. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, 130.000 Mitglieder. Und er steht vor einem Traktor. Und wenn wir über Mechanisierung in der Landwirtschaft in Afrika sprechen, dann wird immer der Traktor so fokussiert. Ich habe kein Verständnis dafür. Ein Traktor fährt vorwärts oder rückwärts, aber macht sonst keine Arbeit. Das, was dranhängt, ist das, was im Boden arbeitet, was die Arbeit macht. Und hier sehen wir, wie er dort genau steht und sagt, das passt nicht ran. Ja, es passt nicht ran. Das heißt, wir brauchen Geräte, die eben jetzt hier genau auf diese Mechanisierung, auf diese Traktor passen, und die Geräte, die machen dann die Arbeit, das heißt, es müssen eben angepasste Geräte sein, nicht irgendwelche Schäflüge, die jetzt aus der Tradition dort genutzt werden, sondern wir brauchen andere Geräte, die, wie ich gerade beschrieben habe, jetzt den Boden gezielter bearbeiten. Also gerne Zwischenfragen, aber ich mache es uns einfach mal weiter. Ja, wir behalten den Zickzackkurs bei. Jetzt sind wir wieder in Westafrika. Das ist ein Bild aus Burkina Faso, wo ich mal einfach so mir habe erklären lassen, was ist denn der Schulweg für Kinder? Und das ist das, wo die lang gehen. Also das heißt, man sieht hier den Fluss, der ist leider sehr verdreckt. Der ganze Müll wird dort reingebracht, weil keine Infrastruktur da ist, um jetzt hier diesen Hausmüll zu entsorgen. Denn der Hausmüll ist ja leider Gottes nicht mehr nur natürlichen Ursprungs, sondern es sind Plastik und sonstige Dinge dabei, die dort importiert werden. Und dann gehen die Kinder da eine Stunde. Ich hatte das Bild, leider habe ich jetzt nicht gefunden, auch ein Bild, wo ein Kind eine Kuh hat, auf dem Hinweg zur Schule, das da, wo ein bisschen Gras ist, anflockt.
und auf dem Rückweg 6 Stunden später dann wieder mit nach Hause nimmt. Ja? In der Zwischenzeit grast das Tier dann dort. Ja, das war's erstmal, was die Bilder angeht. Vielen Dank für diesen Einblick in die Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Und danke, dass Sie sich darauf eingelassen haben, alles so kurz für uns zusammenzufassen. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Fragen. Herzlichen Dank für das Engagement. Ich finde das toll, diese Arbeit jetzt hier den Menschen über dieses Medium das etwas näher zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns weiter miteinander irgendwo treffen und arbeiten können. Gerne. Ja. Gut, schönen Dank. Jetzt haben wir nochmal Musik auf dem Programm. Hier ist Doubt. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Nie wieder zu zweit, so kommen wir nicht weit. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Nie wieder zu zweit, so komm ich nicht weit. Baby, ich will nicht so sein, fühl mich bei dir nicht daheim. Nach der vergangenen Zeit, seh alles jetzt im Detail. Du willst, dass alles so bleibt, ich zieh weiter, auch wenn du mir schreibst. Will nicht wissen, was du gerade treibst. Ist es das alles wert, dieser Scheiß? Ich kann nicht verneinen, dass die Zeit mit dir schön war. Ich will nicht verneinen, dass du nicht so wild warst. Mein Kopf ist verwirrt, Mann, mir fehlt dein Aroma. Weiß nicht, was ich will, ja, ich glaub, bin im Koma. Weiß nicht, was ich will, ja, ich glaub, bin im Koma. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Wieder zu zweit, so komme nicht weit. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Nie wieder zu zweit, so komm wir nicht weit. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Nie wieder zu zweit, so komm ich nicht weit. Ich fühle mich frei, doch du tust mir leid. Nie wieder zu zweit, so komm ich nicht weit. Vielfältige Einblicke in das Thema Gute Bildung für alle wollten wir Ihnen mit unseren Beiträgen geben und dabei Bezüge zu den anderen sozialen Nachhaltigkeitszielen aufzeigen. Im Laufe unseres Projektes haben wir so viele verschiedene interessante Menschen und Initiativen kennengelernt, dass wir sogar noch 2 weitere Sendungen zu diesem Thema produziert haben. Diese können Sie auf der Website der Werkstatt Zukunft und auf unserem YouTube-Kanal finden. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für die Zukunft etwas näher bringen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Aus der Beschäftigung mit anderen Menschen und ihrer Kultur können wir vieles für unsere eigene Einstellung und unser Leben mitnehmen. Vielleicht gehört das Wort dazu, von dem Thomas Wilde uns im Gespräch berichtet hat, mit dem afrikanischen Partnerinnen und Partner der Unterschied zu uns Europäer beschreiben. Ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit. Bleiben Sie gesund, vielen lieben Dank und bis bald. Himmel ist so selten blau, alle Farben blühen auf, wenn du vorbeiläufst und erscheinst. Doch bist du wieder weg, ist alles grau. Du musst bei mir sein, denn dann leuchtet meine Welt hellblau. Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Meine Gedanken sind nur bei dir.
Ohne dich gibt's kein